Guten Morgen. Wir freuen uns heute Morgen für den schönen Tag, für den Regen, den wir gehabt haben, dann auch wieder Sonnenschein. Wir freuen uns auch, dass wir heute einen Organist haben. Und wir freuen uns noch einmal, weil wir einen westlichen Teil für diesen Gottesdienst haben. Diese Leute, dieser Teil ist gewöhnlich leer. Ich weiß nicht, wenn man da diese Leute ansieht, die sehen auch all ähnlich, müssen verwandt sein. Ja, das sind Bergdold und wir haben sogar drei hier aus Deutschland. Die wollen vielleicht stehen, dass wir sie alle sehen können. Gut, wir machen unseren Anfang dann im Namen Gottes des Vaters, Gottes des Sohnes und Gottes des Heiligen Geistes. Wir beginnen mit dem ersten Lied, O Gott, du frommer Gott, und beten für einen gesegneten Gottesdienst.
meinen Leib verkauf und für ihn schenk erklärt zum auserwählten Haus. Ehre sei Gott in der Höhe. Sei mit euch. Alle Augen warten auf dich, Herr. Du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Lasst uns beten, allmächtiger, ewiger Gott, der du uns aus lauter, unverdienter Gnade in Christo Jesu frei und umsonst Gerechtigkeit und ewiges Leben anbietest. Wir bitten deiner Barmherzigkeit, bewahre uns gnädiglich, dass wir solche deine göttlichen Gaben nicht durch Unglauben und Leichtsinn verachten oder verscherzen. Und gib uns deinen guten Geist, damit wir durch ihn diese Gaben in wahren Glauben wegen ergreifen und in rechtschaffener Heilung derselben würdiglich wandeln, durch Jesum Christum, deinen lieben Sohn, unseren Herrn. Wir hören das Wort Gottes zuerst vom Alten Testament im 1. Könige, 19. Kapitel, die ersten 8 Verse. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan und dass er alle Propheten Baals umgebracht hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mich strafen, wenn ich dich morgen um diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast. Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. Seinen Diener nahm er mit. In Beersheba, an der Südgrenze Judas, ließ er ihn zurück und wanderte weiter einen Tag lang nach Süden in die Steppe hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod herbei. Herr, ich kann nicht mehr, seufzte er. Lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Aber ein Engel kam, weckte ihn und sagte, steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, entdeckte er neben der Stelle, wo sein Kopf gelegen hatte, einen frischen Brotfladen und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Aber der Engel weckte ihn noch einmal und sagte, steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Elia stand auf, aß und trank und machte sich dann auf den Weg. Er war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes, den Horeb, kam. Soweit Gottes Wort aus dem Alten Testament. Die Epistel findet sich aufgezeichnet im Epheserbrief im 4. Kapitel und auch 2 Verse vom 5. Kapitel. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit
ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder, und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Soweit die Epistel. Wir singen dann das nächste Lied, Schatz über alle Schätze, und nehmen auch unsere Geldopfer auf.
Das heilige Evangelium findet sich aufgezeichnet von St. Johannes im 6. Kapitel vom 41. Vers. Die Zuhörer entrüsteten sich, weil er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Sie sagten: Wir kennen doch seine Eltern. Er ist doch Jesus, der Sohn Josefs. Wie kann er behaupten, er komme vom Himmel? Jesus sagte zu ihnen: Hört auf, euch zu entrüsten. Nur der kann zu mir kommen, den der Vater, der mich gesandt hat, zu mir führt. Und ich werde jeden, der zu mir kommt, am letzten Tag vom Tod erwecken. Die Propheten haben geschrieben: Sie alle werden von Gott unterwiesen sein. Wer den Vater hört und von ihm lernt, der kommt zu mir. Das heißt aber nicht, dass je ein Mensch den Vater gesehen hat. Nur der eine, der von Gott kommt, hat den Vater gesehen. Ich versichere euch, wer mir vertraut, der wird ewig leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren aßen das Manna in der Wüste und sind trotzdem gestorben. Wer aber von dem Brot isst, das vom Himmel kommt, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Jeder, der von diesem Brot isst, wird ewig leben. Das Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, damit die Welt lebt. Soweit das Evangelium. Nachdem wir das Wort Gottes angehört haben, wollen wir uns jetzt auch vor der hohen Majestät Gottes demütigen und erstlich also beichten und sprechen. Wir stehen bitte und machen das zusammen. O allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich arme, elender, sündhafter Mensch, bekenne dir alle meine Sünde und Missetat, damit ich dich jemals erzürnt und deine Strafe zeitlich und ewiglich wohlverdient habe. Sie sind mir aber alle herzlich leid und reuen mich sehr. Und ich bitte dich durch deine grundlose Barmherzigkeit und durch das heilige, unschuldige, bittere Leiden und Sterben deines lieben Sohnes Jesu Christi. Du wollest mir armen, sündhaftigen Menschen gnädig und barmherzig sein. Amen. Auf solch euer Bekenntnis verkündige ich euch allen, die ihr eure Sünden herzlich bereut, an Jesum Christum glaubt und den guten ernstlichen Vorsatz habt, durch Beistand Gottes des Heiligen Geistes euer sündliches Leben forthin zu bessern, Kraft meines Amtes als ein verordneter Diener des Worts, die Gnade Gottes und vergebe euch anstatt und auf Befehl meines Herrn Jesu Christi alle eure Sünde im Namen Gottes des Vaters, Gottes des Sohnes und Gottes des Heiligen Geistes. Amen. Bitte sitzen. Wir singen dann das nächste Lied, das Glaubenslied. Wir glauben all an einen Gott. Thank you.
Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater, und von seinem lieben Sohn Jesus Christus. Amen. Unser Text heute Morgen ist das Evangelium, das wir gerade vorgelesen haben, von St. Johannes, den 6. Kapitel. Wir wollen besonders auf den 48. Vers konzentrieren, wo Jesus seine Zuhörer anspricht und sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Soweit unser Text. Liebe Brüder und Schwestern unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, Jesus hatte eine längere Zeit in Galiläa verbracht und er stand gerade am Höhepunkt seines irdischen Ruhmes. Die Israeliten dachten, dass sie in Jesus gerade den Mann, den sie schon lange suchten, gefunden hatten. Sie hofften, dass dieser Jesus das Reich der Juden, das irdische Reich, wiederherstellen würde. Seit Jahren wurden sie von den verhassten Römern mit allen ihren immer gegenwärtigen Soldaten und mit unverschämten Steuern beherrscht. Aber dieser Jesus hatte wunderbare Sachen vollbracht. Kürzlich gab es einen Streit zwischen Jesus und den Bürgern seiner Heimatstadt Nazareth. Jesus erzählte dort Sachen, die den Leuten nicht gefielen. Da wollten sie ihn von einer Felsenwand herunterwerfen. Aber Jesus ging mitten durch sie hinweg. Die Leute waren wie hypnotisiert. So etwas könnte man gegen die Römer gut benutzen. Ein anderes Mal folgte ihm eine große Menge Leute, als er den Galiläischen See kreuzte, und dort ernährte er so um vielleicht 10.000 Menschen mit 5 kleinen Broten und 2 Fischen. Da sahen die Leute dann in Jesus die Möglichkeit eines Brotkönigs, der sie in verschiedenen Schwierigkeiten versorgen könnte. Nachdem Jesus die vielen Leute gespeist hatte, sandte er seine Jünger wieder über den See, während er sich im Gebet mit seinem Vater beschäftigte. Am nächsten Morgen konnten die Leute ihn nicht finden, aber sie bemerkten, dass er kein Boot benutzt hatte. Endlich entschieden sie, dass er doch irgendwie den See gekreuzt hatte, und sie fanden ihn in Kapernaum. Das war die Nacht, da Jesus zu Fuß auf dem Wasser gegangen ist. Nun, vor dieser Zeit hatte Jesus von Buße und Vergebung gepredigt. Er hatte mehrere Wunder getan und hatte oft durch Gleichnisse gelehrt, und das Volk liebte ihn und seine Botschaft. Aber er hatte seinen Zuhörern noch nicht genau erzählt, warum er wirklich auf diese Erde gekommen ist. Dass er der verheißene Messias vom Alten Testament ist. Dass er der Retter aller Nationen sein würde. Und was sein Verhältnis mit der Menschheit eigentlich sein wird. Jetzt war es Zeit, da Jesus sich ganz und gar offenbaren würde. Er begann mit dieser Äußerung: Ich bin. Und diesen Ausdruck würde er oft benutzen. Man findet diesen Ich bin zum ersten Mal im Alten Testament, als Mose vor Gott bei dem brennenden Dornbusch in der Wüste stand und er Gott fragte, bei welchen Namen er ihn nennen soll. Und Gott antwortete: Ich bin, der ich bin. Unser Gott ist der große Ich bin. Und Jesus, der Sohn Gottes, benutzte diesen Titel auch für sich. Ich bin die Tür zu den Schafen, sagte Jesus. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Und abermals sagte Jesus: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Zu Thomas erwiderte er: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn ihr mich kennt,
werdet ihr meinen Vater auch kennen. Und vor dem Jesus Lazarus vom Tod erweckt hatte, sagte er zu Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Aber alle diese anderen Ich Bin-Aussagen kommen später. Ich bin das Brot des Lebens ist das erste Mal in der Schrift, dass Jesus Ich Bin benutzte. Jesus musste gedacht haben, dass es Zeit war, die ganze Wahrheit über sich selbst zu verkündigen. Und diese Wahrheit wird ein Ärgernis für den Juden und für die Griechen eine Torheit sein. Ja, für die Menschheit, für uns, soll alles nach ihrem eigenen logischen Wegen geschehen. Und wir wissen aber doch, dass Gottes Gedanken nie den sündhaften menschlichen Gedanken folgen werden. Gott steht über alle Menschen in allen Zuständen. Er hat den Mensch ja erschaffen. Alle die wunderbaren Erfindungen, die die Menschheit über die Jahrhunderte entdeckt hatte, diese hat unser Gott schon immer gewusst. Er hat sie nicht nur erkannt, er hat sie in die Natur hineingesteckt, für uns zu entdecken. Und wenn wir den allwissenden Gott unsere Fortschritte zeigen wollen, könnte Gott uns gewiss sagen, dass wir noch viel zu lernen haben. Gott hat uns doch eine fantastische Erde gegeben. Und wenn es zu unserer Seligkeit kommt, ist es nicht anders. Wenn dieser Ich Bin-Sätze benutzt, wenn Jesus diese Ich Bin-Sätze benutzt, will Jesus uns erklären, dass er alles für uns getan hat und dass wir es nur im Glauben annehmen sollen. Der Ich Bin, der alle diese Sätze für uns ist und tut, ist ja auch unser Gott. Ja, Jesus sah wie ein gewöhnlicher Mensch aus. Und das ist gerade das Wunderbare an Gottes Seligkeitsplan für uns. Wenn wir uns vorstellen, dass Gott in dem Gestalt eines Mannes, Jesus, zu uns auf dieser Erde kam und für unsere Seligkeit sorgte, da sind wir doch sprachlos. Wo in der ganzen Weltgeschichte kam Gott als echter Mensch und wohnte als armer Mann mitten unter uns Sündern und erlebte dieselben Sorgen und Schmerzen, teilte in irdischen Problemen mit, lachte und weinte mit seinen Nachbarn. Und dann noch dazu starb er für alle Sünden, die je begangen wurden. Das ist reine Barmherzigkeit, das ist echte Liebe. Die Juden wussten genau, was Jesus meinte, als er sagte, Ich bin. Sie wussten, dass er damit den Gottestitel für sich beanspruchte. Die Juden murrten unter sich, denn sie kannten Jesus ja als den Sohn von Maria und Josef. Wie konnte dieser vom Himmel gekommen sein, wie er behaupte? Sie kannten ihn doch schon als kleines Kind. Aber so wirkte unser Gott. Was er tut, scheint uns nie logisch. Darum nannte er sich als allwissend und allmächtig. Darum musste Jesus alles für unsere Seligkeit selber sorgen, denn wir konnten uns selbst nicht helfen. Wir verstehen nicht, wie Gott denkt. Jesus sprach zu der Menge vor ihm: Ich bin das Brot des Lebens. Nur, wir wissen, dass Brot in fast jedem Land die universale Nahrung ist. Jeder versteht, wie nötig Brot für das tägliche Leben ist. In der Schrift ist Jesus mehrere Male mit Brot verbunden. Als der Teufel Jesus in der Wüste versuchte, ihn versuchte, empfahl er, dass er die Steine ins Brot umwandeln sollte. Aber der Herr erinnerte den Teufel daran, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Er vermehrte 5 kleine Gerstenbrötchen und ernährt damit eine Menge Leute. Die Emmaus-Jünger erkannten den auferstandenen Jesus, als er bei Tisch das Brot segnete.
Und in dem Vater unser schließt er eine Bitte fürs tägliche Brot ein. Aber in unserem Text ist Christus das lebendige Brot. Etwas mehr als Nahrung für unsere Leiber. Denn Jesus sagt, wenn jemand von diesem Brot isst, der wird in Ewigkeit leben. Dieses Brot ist mein Fleisch, das ich für das Leben der Welt geben werde. Jesus sagt, dass wir dieses Brot, sein Fleisch, essen sollen. Damit meint er, dass wir mit ihm einig werden und verbunden bleiben in allen Umständen des Lebens. Dann werden wir und Jesus untrennbar. Und wer ist dieser Jesus, der mit uns einig sein will? Er ist vor allem das Lamm Gottes, der die Welt Sünde trägt, indem er sein Blut für uns am Kreuz vergossen hatte. Dies ist Jesus, der in unsere Herzen einkehren will, das leidende Lamm, der sterbende Herr, der alles hergab, damit wir ewiges Leben haben können. Für uns begann das Leben in Christus in der Taufe. Und in dieser Taufe wurden wir eine neue Person, ein erlöstes Kind Gottes, ein Gläubiger, der Jesus, das Brot des Lebens, in sich hat. Und natürlich, wenn wir davon sprechen, das Leib Christi zu essen und sein Blut zu trinken, denken wir an das heilige Abendmahl. In ein paar Minuten kommen wir zu diesem Altar vor Gott und empfangen den Leib und das Blut Christi für die Vergebung unserer Sünden. Jesus ist Gott, der dich vor der Erschaffung der Welt gekannt hat, und schon dort hat er dich als sein Kind erwählt, wie alle anderen. Aber der liebe Gott, der dich erwählt hatte, machte sicher, dass man dich taufen ließ, dass du Gottes Wort gelernt hast, dass man dich regelmäßig zu Gottes Haus gebracht hatte und dass du den Leib und das Blut Christi im Sakrament oft empfangen hast. Dein Leben lang hat Gott dich mit seiner Gnade gesegnet und er ist dir immer treu geblieben. Und das alles hat diesen Zweck, den wahren Glauben in dir zu gründen und zu stärken. Und das ist alles möglich, weil Jesus sich selbst für unsere Sünden am Kreuz geopfert hat. Darum ist Jesus für dich und mich gerade, was er in der Schrift behauptet. Er ist die Tür für seine Schafe, denn da ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Für uns ist Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, dann werden wir gute Frucht erzeugen. Ohne ihn können wir nichts tun. Jesus ist die Auferstehung und das Leben, denn seine Auferstehung als unser Bruder garantiert auch unsere Auferstehung, wenn er wiederkommt und uns mit sich in die Ewigkeit nimmt. Und Jesus ist das Brot des Lebens, der uns schon immer gekannt hat, der uns erschaffen hat, der uns erlesen hat, der uns jeden Tag in allen Lagen erhält. Die Leute zu seiner Zeit klagten sich über Jesus, als sie diese Botschaft hörten, denn sie konnten es nicht verstehen. Seine Lehre war ihnen zu schwer. St. Johannes schreibt gleich nach unserem Text, dass viele seiner Nachfolger Jesus verlassen haben und ihm nie mehr folgten. Jesus fragte sogar seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Nun, wenn Jesus uns diese Frage stellt, da bete ich, dass wir mit fester Überzeugung mit Petrus antworten können, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast das Wort des ewigen Lebens. Wir glauben und erkennen, du bist der Heilige Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist, denn aller Vernunft, erhalte unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, das Brot des Lebens. Amen. Wir beten. Herr, wir erleben staunend, wie du mitten unter uns Wunder geschehen lässt. Schenke uns doch den rechten Blick, sie als solche zu erkennen.
Wir danken dir für das Wunder, dass du uns liebst, uns, die wir gar nicht liebenswert sind, dass du uns in großer Geduld und Barmherzigkeit immer noch und immer wieder nachgehst und du uns nicht überdrüssig wirst. Wir danken dir für das Wunder der Vergebung, obwohl wir dich schon so oft enttäuscht haben und sicher auch noch oft enttäuschen werden. Und auch das erleben wir immer wieder als Wunder, dass Menschen uns Vertrauen entgegenbringen, freundlich zu uns sind, uns mögen. Es ist ein Wunder, wenn du uns gesunde Kinder schenkst, mit denen wir lachen und spielen und die uns das Herz froh machen. Herr, das alles macht uns so reich. Lass uns an diese Hauptsachen denken, wenn es Vorkommnisse gibt, die uns ärgern und an denen wir uns stoßen. Hilf uns, mehr das zu sehen, das uns froh macht, als das, was uns beschwert und Mühe macht. Und dann hilf uns, auch andere Menschen Wunder erleben zu lassen, indem wir ihnen Vertrauen schenken, kleine Zeichen der Verbundenheit geben, einen Handgriff tun, eine Gefälligkeit erweisen, einen Brief schreiben, einen Gruß schicken oder sie freundlich ansehen. Herr, du hast deiner Gemeinde das Amt der Fürbitte aufgetragen. Lass uns über den, was uns auf den Herzen liegt, nicht vergessen, dich anzurufen für die Traurigen, hier und in aller Welt, für die Menschen, die es schwer haben und keinen Weg mehr für sich finden, hier und in aller Welt. Erinnere uns, dass wir alles, was uns belastet oder froh macht, mit dir besprechen dürfen. Und so haben wir eine Fürbitte für Brent Shumate und Jenny Frank, die es vorhaben, in den Stand der heiligen Ehe einzutreten. O du liebreicher Vater, du willst auch dieses Paar zu ihrem Vorhaben mit deinem Segen begnaden. Ziehe in ihre Herzen mit deiner Furcht ein und in ihr Haus mit deinem Frieden. Lass dir, o gnädiger und barmherziger Vater, befohlen sein, unsere lieben Mitglieder Tim Denzer und Kendall Judson und die Mutter von Jim Howe, die krank da niederliegen, nimm dich ihre herzlich an und verleihe die nötige Stärke zu ertragen, was ihnen leidet, und tröste sie mit der Gewissheit deiner Liebe und deiner Heilungskraft. Wir danken dir, lieber Vater, für die Ehejubiläen von James und Sharon Bickel, 50 Jahre, von Ruth und Harold Maurer und Harold und Gladys Creel, 60 Jahre. Wir preisen dich, dass du den Ehestand unter uns Menschen verordnet und gesegnet hast. Wir danken dir, dass du diese Ehepaare mit deinem Segen gekrönt und sie durch ihre Ehen beschützt und beschirmt hast. Bleib, o treuer Vater, ihr Beistand in der Zukunft wie in der Vergangenheit. Und wir beten auch für die heutigen Kommunikanten, dass sie den wahren Leib und das Blut Christi zu ihrem Wohl genießen und dadurch die Vergebung ihrer Sünden demütiglich empfangen. Stärke ihren Glauben und tröste sie, Herr, in deiner Gnade. Dies und alles andere, das wir heute in unseren Herzen vortragen, verleihe uns um deines Sohnes, unseres Heilandes willen. Amen.
Der Herr sei mit euch. Die Herzen in die Höhe. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gotte. Wahrhaft, würdig und recht, billig und heilsam ist es, dass wir dir, Herr, heiliger, allmächtiger Vater, ewiger Gott, allzeit und allenthalben Dank sagen durch Christum, unseren Herrn, durch welchen deine Majestät loben die Engel, anbeten die Herrschaften, fürchten die Mächte, die Himmel und alle Himmelkräfte samt den seligen Seraphim mit einem helligen Jubel preisen. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen und anbetend zu dir sprechen. Lasst uns beten, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiliget werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, als wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, der er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselbigen gleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis.
So oft ihr von diesem Brot esset und von diesem Kelche trinket. Lasst uns beten. Wir danken dir, allmächtiger Herre Gott, dass du uns durch diese heilsame Gabe hast erquicket und bitten deine Barmherzigkeit, dass du uns solches gedeihen lassest, zu starkem Glauben gegen dich und zu brünstiger Liebe unter uns allen, durch Jesum Christum, deinen Sohn, unseren Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr erleuchte sein Angesicht über dich und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.